Ach, sehr schön. Das ist extra so gebaut worden, dass man hier sehr viel Deckung hat. Alles klar. So, wie war denn das? Wir probieren uns mal aus. Hallo! Vergessen Sie die Panzerung! Ziehen Sie auf die Beine! Ach, so war das. Aha, okay. Wow. Mal kurz ausruhen. Okay, das bringt nicht so viel, das Ausruhen. Gut, Gesundheit wiederhergestellt, sehr schön. Achso, ich kann doch, ich bin doch bescheuert. Ich kann doch hier, ich glaube, das war nicht die beste Idee, dahin zu gehen. So, wir gehen ein bisschen auf Abstand natürlich. So. Fort mit dir, hinfort! So, zu dem müssen wir mal so hin. Bam! So. Achso, Quatsch, das reicht. So, immer drauf. Den hätten wir auch. Sehr gut. Der Kopf ist ungeschützt. Das ist unsere Chance. Upsa. Ich will eigentlich gar nicht immer da hoch. Aber irgendwie passiert es immer. So. Okay, ich bin wirklich noch nicht wieder im Kampfmodus, muss ich sagen. Aber ich komme wieder rein. Ich komme wieder rein. Das kriegen wir hin. So, ich glaube, ich sollte gehen. Ich habe das Gefühl, hier nicht ganz sicher zu sein. Irgendwie, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber er hat so ein bisschen auf mich abgesehen, oder? Ach, deswegen habe ich meine Gesundheit wiederhergestellt, weil hier Versorgungsdinger sind. Okay, hallo. Tschüss. Habe ich denn hier noch irgendwelche Beinchen, die ich zerstören muss oder so? Ich glaube, ich sollte nicht unter ihm sein. Ich sollte nicht unter ihm sein. Raus mit dir! Raus mit dir! Alter! Alter! Komm, verzieh dich mal hier. War die beste Abkürzung aller Zeiten. Schieben Sie sich die Beine vor. Ja, jetzt geht's wieder los mit den Beinen. So. Und schnell zur Seite raus. Gut, ich komme wieder rein langsam. Bam. Und ich stecke fest. So. Beste Idee ever, da dann so hinzugehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay. Dann sollten wir uns erstmal um die Verstärkung kümmern. Hallo, Herr Tilger. Erstmal zurück. So. Mein Freund! How does it look like? Ach, da oben ist noch einer. So, den hätten wir auch. Und jetzt geht's wieder los mit den Beinen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach Mist. Schön. Schön in die Wand gesetzt gerade das Ding. Ich glaube am besten komme ich echt, wenn ich einfach die Knarre benutze. Greifen Sie den Kopf an. Er ist das perfekte Ziel. Boah, das lief ganz okay, finde ich. Ich habe es gar nicht in Erinnerung, dass die Dinger so
hartnäckig sind. Also ich weiß, dass die Kämpfe nicht einfach waren, aber ich habe es gar nicht in Erinnerung, dass es so lange dauerte, die zu bekämpfen. Ich meine, die sind jetzt auch nicht ultra schwer, muss ich zugeben. Wo sind denn die Relikte? Da drüben. Oh, ich stehe drin, quasi. So, Tilger mal wieder. Bam. Und so. Den schnappen wir uns auf die Art und Weise. Was, der lebt noch? Hinfort. Weiche. Bam. So nochmal. Ausgezeichnet. So, wo ist noch einer? Da ist noch einer. So, und jetzt geht's wieder auf die Beine. Okay. Gut gemacht. Das war schon mal ein Erfolg. Das war schon mal ein Erfolg. Und ich glaube, er ist jetzt ein bisschen sauer, kann das sein? Wir müssen dem Architekten hinterher folgen. Natürlich. Wir nehmen mal kurz noch alles mit, was wir kriegen können. So, wo haben wir denn unseren Nomad? Warte mal, ich sammle mal hier noch einen. Wir lassen nichts verkommen. Ich brauche gar nicht zum Nomad zu gehen. Der Dude ist doch ganz in der Nähe. Attackieren Sie die Beine. Nichts wird zurückgelassen. Komm raus mit dir. Du musst erst zu den Beinen hinkommen, bevor wir die attackieren können. So, das ist eine ganz nette Position hier. Einfach mal draufhalten. Schneller nachladen bitte. Sehr gut. Bein Nummer 2 ist geschafft. Bleibt noch das dritte. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder die Position wechseln, nehme ich an. Und wenn wir das dritte haben, dann geht's zum Endgame. Er haut ab. Kommen Sie schon. Ja, wohin? Er bleibt doch hier. Also er verzieht sich doch nicht. Er dreht doch bloß eine Runde und landet wieder. Lass ihm doch den kurzen Spaziergang, Mensch. Nehmen Sie die Beine ins Visier! Nein, wirklich! Ach, guck mal, das war wieder direkt beim Nomad. Das ist aber schön. Das war irgendwie. Ich will nicht so schnell, so früh aus meiner Deckung rauskommen, deswegen bin ich hier gerade noch. Oh. Zack, jetzt geh doch mal hier rüber, Mensch! So, deswegen war ich gerade noch da unten und bin jetzt schon eher hochgegangen. So, jetzt kommen erstmal wieder irgendwelche Spielkameraden wahrscheinlich. Komm schon, mein Freund. Nein, wer hätte das gedacht? Wo sind sie denn? Ich geh mal wieder runter. Zielen Sie auf den Kopf! Kopf, 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 Kopf! Geht schon wieder los mit dem Kopf! So, halten wir einfach mal drauf. Holy shit, das ist wahrscheinlich nicht so gesund. Oh, da war der Kopf weg. So. Ryder, wieso trägst du eigentlich keinen Helm? Wäre das nicht günstig im Kampf, wenn man mal einen Helm ab und zu trägt? So, jetzt kommen wieder die kleinen Freunde. Der Architekt und seine Freunde. Hopp. Ich mag es, wenn sie ploppen. Wenn sie aufploppen. Na, hau zu. Wirst du wohl deinen Hammer benutzen? Dann halt auf die Art und Weise, ist mir auch wurscht. Ist mir wurscht. Ich sollte wahrscheinlich mal woanders hingehen. So. Ja, wir haben es fast geschafft.
Jetzt noch die Phrase und dann haben wir es geschafft. So, wir bewegen uns mal dabei beim wir bewegen uns beim Kämpfen, beim Schießen. Und das war's. Das ist Ihre Chance, darauf zuzugreifen. Oh ja, das mache ich. Komm, geh hin, geh hin. Das ist sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. Nach so langer Zeit einfach reinzukommen, einen neuen Außenposten zu errichten und einen Architekten zu killen. Das ist sehr schön. Hopp, geschafft. Tschüssi. Und das war das Ende für diesen Architekten. Ausgezeichnet. So. Dann ist jetzt die Frage, ist der alte Abholter jetzt beendet oder muss ich nochmal Bericht erstatten? In irgendeiner Form. Steht zumindest jetzt nichts da. Achso, Quatsch. Wir schauen aber zumindest nochmal nach. Ich probiere gerade ein bisschen rum, ob ich die Taste zufällig finde. Nee, das ist es nicht. Naja. Für das Logbuch. Hab's aber nicht gefunden auf die Schnelle. So, dann schauen wir nochmal kurz. Helis-Aufgaben. Arcadera ist auch weg, also die Mission ist tatsächlich vorbei. Das ist ausgezeichnet, finde ich. Damit haben wir Gedara jetzt erstmal soweit abgeschlossen, glaube ich. Ich glaube, hier haben wir jetzt tatsächlich nichts mehr zu tun. Das heißt, wir sollten vielleicht mal kurz nach unseren Fähigkeiten schauen. Wir haben einige Punkte zu vergeben. Kampf. Ja, habe ich schon ewig nichts mehr gemacht, kann das sein? Ich glaube auch einfach, weil ich nichts brauche, nichts anderes. Gibt es irgendwas, was ich brauche hier? Eigentlich nicht. Ich kann auch die Pistolen hier aufwerten. Zielen ohne Unterstützung. Oder verbessertes Zielen. Pistolenschaden, blablabla. Wenn die Zielenfunktion nicht eingesetzt wird. Nee, ich glaube, ich mache mal mit Zielen, ne? Dann gehen wir doch mal darauf. So. Ansonsten, was ist denn die Flak-Kanone? Das ist eine Fähigkeit dann wahrscheinlich eher, ne? Verschießt von Kroganen, entwickelt über Drohnen, bla bla. Stolperdrahtmine. Was habe ich denn hier alles für lustige Sachen? Turbolader. Okay, das wäre noch ganz gut wahrscheinlich. Barrikade war wieder eine eigene Fähigkeit, ja, ja. Bestäubungsschuss auch. Was ich alles nicht brauche, weil ich genau die drei Fähigkeiten eigentlich sehr mag im Kampf. Andererseits wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, auch mal in eine Granate zu investieren, um was gegen Panzerungen zu haben. Ich werde aber erstmal auf den Turbolader gehen, glaube ich. Um einfach noch ein bisschen effektiver mit den Schüssen zu sein. So. Immer schön rein hier. Was haben wir jetzt noch an Punkten? 3. Für die reicht es nicht mehr. Okay, aber dann wissen wir zumindest, wo wir jetzt ansetzen können. Nee, shit, der Turbolader ist auch eine eigene Fähigkeit. Ach, das bringt mir ja auch nichts. Deswegen habe ich ja auch ansonsten nichts weitergemacht. Ja, Schrotflinten und Präzisionsgewehre benutze ich eigentlich nicht. Und die anderen Sachen sind alles eigene Fähigkeiten, die ich scheinbar nicht benutze. So, warte mal. Nee, nicht verwerfen, warte mal. Achso, Biotik. Ah, da hätte ich vielleicht mal eher schauen sollen. Aber ich habe es jetzt, genau, ich habe meine Punkte wieder. Ich habe ja gerade verwerfen gedrückt. Barriere. Maximale Schildleistung, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Wenn ich auf die Barriere gehe, was haben wir bei Tech noch? Teamunterstützung brauche ich ja nicht. Offensiv-Tech. Ja, Tech-Kräfteschaden und so, das brauche ich alles nicht, weil ich keine Tech-Fähigkeiten benutze. Dann sollten wir wahrscheinlich wirklich hier auf die Barriere gehen. Das ist eigentlich das Sinnvollste, glaube ich. Schildstärke skaliert mit jedem Fähigkeitenpunkt. Ja, natürlich. Immer rein damit. Schild, bla bla. Warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Also wirklich. Was? Halt, warte mal. Nee, das. Ich habe doch noch gar nicht. Verdammt. Ich sollte vorher gucken, was hier abgeht. Was
haben wir hier? Waffengewichtreduktion, erhöht Geschwindigkeit. Oder biotische Verbindung erhöht maximale Schildstärke. Solange bei einem Gegner ein biotischer Effekt aktiv ist. Ach, warum nicht? Komm, nehmen wir das. Und dafür ist jetzt kein Platz mehr. Das kriegen wir aber alles noch hin. Ich denke, das ist ganz in Ordnung, wie ich es jetzt habe. Jo. Bestätigen wir das Ganze. Wir sollten hier auch noch mitschauen, dass die ihre Fähigkeiten verbessern. Schildschub. Kann ich den noch nicht machen? Oder warum habe ich den noch nicht aktiviert? So, 5 Punkte bringen mir aber nichts, weil es 6 Punkte braucht, um die Level 6 Fähigkeit zu aktivieren. Oh, hier haben wir noch einiges zu tun. Schau mal an. So, gucken wir erstmal hier drüben. Ah, das kann ich noch nicht. Stimmt, weil Jarl noch kein... ich habe die Loyalitätsmissionen für ihn noch nicht gemacht. So, das heißt aber... Vielleicht können wir dann hier mal den Racheangriff... Ach, ich kann gar nichts auf Level 6 machen. Stimmt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch die ganzen Punkte bei ihm. Weil ich drauf spare, wenn er dann Level 6 ist. Ja, dann lassen wir ihn so, wie er ist. Komm, passt. Passt schon. Ich will mich jetzt auch nicht ewig lange damit aufhalten. Das ist eigentlich was ich so im Stillen mitmachen möchte. Dann können wir eigentlich mal zu Tempest zurückkehren. Kann ich das denn... Wie war denn das? Erstmal mache ich das hier auf. Nehme alles mit. Konnte ich denn direkt so zur Tempest zurück? Ich dachte, das ginge. Naja. Aber wir... gehen erstmal zum Nomad. Stimmt, vom Nomad aus ging das, glaube ich, ne? Ich glaube, wenn wir im Nomad sitzen, können wir zur Tempest zurück. So. Mit T, genau. Das hatte ich vorhin nämlich gelesen. Irgendwo stand es mal an der Seite. Okay. Dann haben wir Kadera abgeschlossen. Und ich glaube, dann werden wir uns mal die Turianer-Arche vornehmen. Wegmachen, oder? Wahrscheinlich schon. Naja, was soll's. Galaxie. Alle Systeme im grünen Bereich. Das ist schön. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Das ist schön. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. T beenden. Achso. Galaxiekarte, ja natürlich. Nee, achso, nee, ich will nicht aus der Galaxiekarte raus. Ich möchte zurück. Wie komme ich denn hier? Systemansicht, Leertaste, alles klar. Ja, das ist ein bisschen problematisch, wenn man so lange das nicht gespielt hat, ne? Dann sich wieder rein zu fitzen in das Ganze. So, da sind wir, Kadera. So, dann müssen wir mal schauen. Jagd auf den Archon, das bleibt erst nochmal eine Weile liegen. Hier könnten wir Vetras Mission machen. Ah ja, gibt's auch einiges, wenn ich mich recht entsinne. Haval. Eladen haben wir auch noch eine neue Welt. Ja, genau, da waren wir noch gar nicht. Ich möchte aber eigentlich die Turianer-Arche machen. Die Frage ist, wo ist die denn? Ich habe übrigens, wenn ich mich recht entsinne, damals nach der letzten Aufnahmesession noch die Systeme, die hier neu dazugekommen sind, erkundet. Ich meine auch, dass es irgendetwas gab, was ich gefunden habe. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Aha. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz ins Logbuch schauen. Hier ist... Nee, wo ist denn das? Verbündete und Beziehung? War das hier? Upsa. Turianische Arche. Anomalie auf Eladen untersuchen. Ach, sieh an. Ja, dann müssen wir wohl wahrscheinlich nach Eladen gehen, ne? Hätten wir das auch geklärt. Also... steht unser nächstes Ziel fest? Welcome to Eladen. Jetzt würde ich doch gerne wissen, wie man das hier abkürzen konnte. Ich meine, es ging. Ich will ja jetzt nicht jedes Mal hier diese Warp-Animation sehen. Oder diese Überlichtgeschwindigkeitsanimation, sagen wir mal so.
So, hier hatte ich ja ansonsten schon alles erkundet, meines Erachtens nach. Wir sind auf Kurs. Ach hier, Tab überspringen, alles klar. Da stand es jetzt mal mit da. Okay, da sind wir also, Laden. Gibt es irgendwas zum Scannen? Nee. Landezone. Wir gehen von Bord der Tempest. Waffen sind noch okay, glaube ich. Habe ich jetzt keinen Grund, irgendwas dran zu ändern. Das muss ich mir, wie gesagt, mal anschauen, wenn ich hier abseits der Aufnahme bin, weil es einfach zu langweilig wäre. Los geht's!